sofort tot, Herzinfarkt. Er wurde in einem leichten Fichtensarg begraben. Und das war sein Glück, denn er war nur scheintot. Am zweiten Tag haute er sich aus dem Sarg, kam aus der Erde, es war Matschetag. Denn es regnete in Strömen eine Neumond nach. Und als er aus der Erde kroch mit seinem Gesicht und den Händen, kam eine Oma vorbei und sah ihn und erschrak nicht. Denn sie dachte, es wird ein Videoclip gedreht.